Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur BD Swiss Trading Academy. Mein Name ist Alexander Dudario. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Webinar aus der Reihe Start Smart 2. Können Sie mich alle gut verstehen? Wunderbar. Also, ich möchte hier in diesem Webinar über Trendanalyse, insbesondere darüber sprechen, was sind Unterstützungen und Widerstände, und werde dann auch im Zuge dieses Webinars dann mal ein paar Crosses ansprechen, die vielleicht diese Woche nicht ganz uninteressant sind, die nicht jeder unbedingt sofort auf dem Schirm haben kann oder üblicherweise nicht hat. Und dann gucken wir mal, wohin das Ganze führt. Aber fangen wir das Ganze erstmal damit an, dass wir überhaupt mal sagen, was ist eine Unterstützung, was ist ein Widerstand. Und warum machen wir das? Also zunächst einmal, uns geht es immer darum, dass wir uns orientieren im Chart. Wo sind wir im Kontext? Ne? Sind wir gerade am oberen Ende einer Bewegung, am unteren Ende einer Bewegung, irgendwo dazwischen? Sind wir auf Tagesbasis vielleicht an einem interessanten Level oder nur sehr kurzfristig gesehen? Also da gibt es immer gewisse unterschiedliche Herangehensweisen. Und entsprechend ist es wichtig, dass man grundsätzlich erstmal ein Auge und ein Verständnis dafür entwickelt. Ich fange mit meinem allseits beliebten Euro-Dollar-Beispiel an. Warum ich das so gerne mache, ist, denke ich, gleich jedem ersichtlich. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal gesehen. So, also, wir haben jetzt hier den Euro-Dollar-Chart auf Tagesbasis, sprich jede Kerze ist ein Tag, und ich habe jetzt schon so weit rausgezoomt, dass man die einzelnen Kerzen gar nicht mehr richtig erkennt. Sprich, man sieht hier wirklich eine sehr lange Zeit zurückgehen. Und was mir wichtig ist, um grundsätzlich einmal das Konzept des Widerstandes und der Unterstützung darzustellen, ist, das hier aufzuzeigen. Vor allem, dass diese Levels auf längerfristiger Basis doch schon sehr an Relevanz genießen. Warum? Dazu komme ich gleich in einem Moment. Fangen wir mal an. Also der Euro-Dollar, ich sage immer der Euro, kam hier runter. Das war im Jahr 2014. Und dann hat er hier Anfang 2015, hat er sich ein bisschen gefangen, ist dann nochmal abgetaucht, und sage ich mal, seit Anfang 2015 sind wir hier in dieser Range unterwegs, die wir hier sehen. Also wir sehen ja, der Markt ist ja von hier oben runtergekommen, und seitdem hält er sich mehr hier so auf. So, und da sind zwei Levels für mich besonders wichtig, nämlich einmal hier dieser Bereich und einmal hier unten dieser Bereich. Warum? Also, was wir sehen können, ist, dass der Markt dieses Level wiederholt angelaufen ist und an diesem Level gerne wieder gescheitert ist oder, selbst wenn er einen Durchbruch hatte, sehr da rein zurückgekehrt ist. Also gucken wir mal. Hier ist er einmal, das ist die 1,1470. Aber die Zahlen sind jetzt gerade jetzt hier in diesem Beispiel nicht unbedingt wichtig, sondern nur der Fakt, dass Sie das auch sehen. Also hier ist er einmal angelaufen. Hier hat das fast versucht. Hier ist er einmal überschossen, aber sofort wieder zurückgekommen. Ne? Wie gesagt, das sind Tageskerzen. Also wir sehen, er ist an einem Tag hoch und am nächsten ist er schon direkt runtergeschossen. Dann haben wir wiederholte Versuche, dieses Level zu überwinden, sind gescheitert. Hier dann in diesem Jahr, das ist jetzt März 2016, erneut. Auch haben wir dann kurz überschritten gehabt im Frühjahr diesen Jahres. Und dann aber nicht wieder. Und dann wieder erneute Versuche in diese Richtung zu gehen, sind sogar vorher gescheitert. Also wir sehen hier oben die 1,1470 in dem Fall, oder es ist natürlich ein Bereich, man darf es nicht auf dem Pip genau definieren, ist auf jeden Fall ein ganz harter Widerstand. Warum Widerstand? Der Markt versucht durchzukommen und es geht nicht. Es drückt dagegen. Deswegen Widerstand. Ich versuche so ein bisschen auch in meinem Ausdruck mit zu verpacken, um den Effekt, der dahinter ist, ein bisschen klarer darzustellen. Aber es gibt eben nicht nur Widerstände, sondern auch Unterstützungen. Und da sehen wir hier, dass der Markt beispielsweise hier unten immer wieder Unterstützung gefunden hat. Das heißt, selbst als er hier gut im Januar, man muss sich immer sagen, wenn ein Markt aus einer Range rausbricht, und hier ist er nun wirklich sehr lange geschortet worden, 2015, dann
versucht er sich erstmal zu finden, wo geht es überhaupt hin? Und da sehen wir ja, okay, wir haben, als er dann von hier oben weiter runter, kurz Konsolidierung, nochmal weiter runter, dann war er hier unter der 1,05, da hat jeder schon davon gesprochen, Euro-Dollar-Parität ist vorbei, vielleicht geht der Euro sogar unter den Dollarwert und so weiter, ist nicht dazu gekommen. Und stattdessen hat er sich dann wieder ordentlich erholt und hat dann in diesen, ja, jetzt bei 2 Jahren nie wieder das Level hier unten stark unterschritten. Wir sehen, er hat's hier, ist unterstützt worden. Hier unterstützt worden. Hier gar nicht so tief gegangen. Hier kurz unterschritten, aber auch unterstützt worden. Und in diesem Jahr, haben wir beispielsweise auch nur im Februar hier dieses Unterstützungsniveau fast getestet und sind seitdem auch ein gutes Stück entfernt davon. Also eine Unterstützung ist das Gegensätzliche zu einem Widerstand. Es ist, wenn der Markt fällt, dass er quasi eine Unterstützung von unten findet, die ihn hält. So. Und sprechen wir mal kurz zu den Gründen. Also, erst einmal, und das hier ist, denke ich, auch ein ganz gutes Beispiel, um das vor Augen zu halten. Der Markt ist keine externe Person. Der Markt ist die Summe aller Marktteilnehmer. Und je mehr Menschen auf gewisse Levels achten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Levels eine Achtung finden, auch im Marktgeschehen letztlich. Und wir sehen zum Beispiel, wenn der Preis hochgeht und dann am Widerstandsniveau nicht weitergeht, dann bedeutet das, dass dort einfach mehr Verkäufer plötzlich eingestiegen sind. Das kann 2 Gründe haben. Also entweder die Verkäufer steigen jetzt hier alle ein, weil sie sagen, okay, der ist so hochgelaufen, ich will jetzt hier verkaufen. Aber auch die Käufer, die hier hochgelaufen sind, die diese Bewegung mit initiiert haben, die könnten hier ihre Position schließen. Ne? Und man muss sich immer vor Augen halten, es gibt im Forex-Bereich gibt es kein Öffnen und Schließen von Trades, sondern es gibt nur einen Kauf und einen Verkauf. Heißt, ganz kurz, ich will nur kurz meinen Trailing Stop mal anpassen auf 100. Der Trade gerade läuft, dann haben wir ihn jetzt auf Einstieg abgesichert. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also es gibt im Forex-Bereich gibt es im Grunde nur einen Kauf und Verkauf. Wenn ich einen Euro-Dollar oder in dem Fall Pfund-Dollar kaufe, dann geht er hoch. Wenn ich meine Kaufposition schließen möchte, dann verkaufe ich meine Kaufposition. Also man schließt die Position immer mit der dagegenstellenden Position. Verstehen Sie das? Also ein Kauf schließt man mit einem Verkauf. Einen Verkauf schließt man mit einem Kauf. Wir schließen hier die Position nur, wenn wir sie schließen. Aber was wir im Grunde tun ist, wir verkaufen in derselben Menge, damit wir dann in der Summe glattgestellt sind. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn hier die ganzen Käufer das Ding nach oben drücken und hier aber Profit-Taking einsetzt, also sprich, die Leute sagen, ich nehme hier meine Gewinne vom Tisch, dann haben wir Verkäufer, die in den Markt kommen, die eigentlich keine neu einsteigenden Verkäufer sind, aber in dem Fall auch die Kaufbewegung durch Verkäufe nichtig machen. Und das ist halt ein bisschen wichtig vor Augen zu halten, warum es so ist. Und dasselbe ist hier unten. Wenn wir die Verkäufer haben, die diese Bewegung hier gemacht haben, ne, oder sagen wir mal die, dann haben sie an dem Niveau, haben die Verkäufer entweder geschlossen durch Käufe oder es sind neue Käufer dazugekommen, weil die meinten, der Markt ist jetzt so niedrig. Für mich das ist ein gutes Einstiegsniveau. Also was auch immer passiert, jedenfalls die Kraft der einen Bewegung verpufft oder ist dann nicht mehr vorhanden. Und deswegen gibt es diese Widerstände und Unterstützungsniveaus. Diese Unterstützungen und Widerstände, die werden, sage ich mal, tagtäglich, jeder, der tradet, guckt sich den Markt dahin basierend an. Wir können hier Pfund-Dollar zum Beispiel anschauen. Habe ich auch heute die 1,6, habe ich hier die Levels eingezeichnet. Die 1,33, habe ich gesagt, darf nach unten nicht brechen. Mein Kursziel ist die 1,35 und habe gesagt, ich würde einsteigen bei 1,33,60, weil das für mich ein neuer Bruch hier dieser Oberseite wäre. Also, wie wir sehen, der Trade ist jetzt 10 Pips im Plus, hat natürlich dann auch mit anderen fundamentalen Daten, weil da hatten wir jetzt die PMIs aus UK, die dann mit eine Rolle gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz, es ändert an dem Prinzip grundsätzlich nichts. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Und für mich eignen sich Kerzencharts am besten,
für die Bestimmung von Unterstützung und Widerständen und vor allem die Schiebezonen dazwischen. Wir haben hier ja öftermals eine Art Breakout-Strategie, habe ich ja jetzt hier auch gemacht. Also sprich, wenn er dieses Niveau durchbricht, habe ich sozusagen ein Kursziel angesetzt. Und diese Durchbrüche und das dazwischen ist sozusagen die Schiebezone. Also wir hier nehme ich auch, ich hatte den ja bei 1,33, habe ich gerade aus Versehen verschoben. Wenn die 1,33 nach unten gebrochen wäre, dann hätte ich die Schiebezone dann neu definiert von 1,33 bis 1,31, wo ich die nächste Unterstützung sehe, die wir dann hier in dem Bereich auch wiederholt gesehen haben, im Pfund-Dollar zum Beispiel. Und das ist halt so ein bisschen wichtig, dass man das auf dem Schirm hat. Und vor allem, je größer, das haben wir hier auch nochmal, höhere Zeitebenen haben eine größere Bedeutung. Das gilt im Grunde, ich würde nicht sagen prinzipiell für alles, aber es ist, ich bringe immer wieder dieses Beispiel mit dem Zoom an. Wenn ich mir ein Bild in der Ganzheit betrachten möchte, dann haben höhere Zeitebenen einfach mehr Relevanz, weil sie das größere Bild zeigen. Wenn ich in die kleinen Details reingehe, dann sehe ich natürlich mehr. Dann sehe ich zum Beispiel, dass diese Bewegung hier in Stufen verlaufen ist. Das sehe ich im Tagesschart jetzt hier in dieser Kerze nicht unbedingt. Oder ich kann noch tiefer reingehen. Sehe ich, guck mal, was er in den letzten 30 Minuten gemacht hat, ausgehend von den PMIs. Oder 15 Minuten sehen wir, ah, okay, guck mal, hier bei den 30 Minuten hat er hier nur ein Dort. Beim 15er sehen wir, okay, guck mal, er hat hier schon wieder runterverkauft und jetzt, wenn er wieder so weit runtergehen würde, würden wir sogar aus unserer Position rausgehen, weil wir hier unseren Stopp schon über unseren Einstieg gezogen haben. Also je mehr man reingeht in das Detail, desto mehr zoomt man rein in die Pixel des Bildes. So nenne ich das immer. Und entsprechend sind die hohen Timeframes einfach wichtiger, haben mehr Relevanz. Ist das alles erstmal nachvollziehbar gewesen für Sie? Prima, sehr gut. Und das Konzept, das setzt sich auch. Also es klingt erstmal, wenn man die Worte hört, weiß man damit nicht allzu viel anzufangen. Dann, wenn man es das erste, zweite Mal hört, denkt man sich, ja gut, ist ja eigentlich ganz easy, ist ja nichts bei. Stimmt auch, aber es ist immer zwischen Theorie und Praxis liegen natürlich auch immer noch mal ein bisschen kleine Bereiche. Wie setzt man das Ganze jetzt ein? Und ich dachte, wir schauen uns mal hier ein paar interessante Paare an, die in dem Zusammenhang vielleicht Sinn machen. Also, ich wollte als erstes mal das Euro-Pfund bringen. Und Euro-Pfund ist für mich nämlich auch eine Währung, die jetzt hier nach dem Brexit und dem letzten Hoch da Anfang August doch eher auf dem absteigenden Ast ist. Warum ist das jetzt für mich von der Unterstützung her wichtig? So, weil ich finde, wenn die 83er-Marke hier fällt, wirklich fällt, nachdem wir hier oben schon die 87er gekratzt haben, dann sind wir hier wieder in diesem Brexit-Bereich. Und wir sehen gerade, deswegen sehen wir auch hier diese Bewegung. Ich habe ja Euro-Pfund auch heute Morgen angesagt gehabt. Wir sehen, guck mal, auf Stundenbasis hätten wir die Unterstützung eher hier gehabt, so in dem Bereich. Das wäre natürlich eine zeitlich weniger relevante, aber auf den Moment besser angewandte Unterstützung, weil wir sehen, wir haben hier auf jeden Fall einen klaren Trend, der nach unten geht. Ne, hier auch auf Stundenbasis. Stundenchart ist auch ein Chart, den ich mir relativ gerne anschaue, im Verhältnis zum Tageschart. Und der Bruch hier dieser Marke, sagen wir jetzt, selbst wenn wir hier das Tief nehmen, die 83,70, jetzt sind wir hier 20 Pips im Plus gewesen, das ist ein interessanter Trade. Und entsprechend ist es nun umso wichtiger, das Euro-Pfund auf dem Schirm zu behalten mit dieser 0,83er Marke als Unterstützung, ob die dann wirklich hält, weil es sieht alles danach aus, als wenn das Pfund in diese Richtung geht. Das Pfund hat weiterhin Stärke bewiesen, es war auch gestern, nicht gestern, am Freitag zum Beispiel, das Paar, was am wenigsten von der NFP-Zahl gegenüber dem Dollar Einfluss hatte. Entsprechend sehen wir hier auf jeden Fall eine Pfundstärke im Markt oder zumindest eine Tendenz zur Pfundstärke. Und dann muss man halt hergehen und schauen, welche Crosses machen Sinn in dem Zusammenhang. Wir sehen eine Pfundstärke, okay, wir sehen aber auch eine Dollarstärke wegen der möglicherweise anstehenden Zinsanhebung. Also dort würden sich die Kräfte eher Reibungsverluste ausgleichen. Aber im Euro-Pfund ist das nicht so. Deswegen ist Euro-Pfund auf jeden Fall ein sehr interessanter Short-Kandidat. Und in dem Zusammenhang würde ich nämlich auch noch ein Pfundpaar bringen, nämlich Pfund-Australisch-Dollar.
Wir sehen zum Beispiel, ich will noch mal ganz kurz den Aussie mir anzeigen, also den Out-USD, dass der im Grunde schon nach oben läuft, aber die jüngsten Zahlen aus Australien oder auch, sage ich mal, die Aussagen der RBA, also der Zentralbank, sind nicht unbedingt sehr von Stärke behaftet. Und deswegen, man sucht sich dann immer Paarungen, wo man sagt, okay, wenn ein Teil eher schwach aussieht, dann und das andere und dann oder nochmal ruhig sortiert. Wir sehen, hatte ich ja gerade gesagt, eher, dass das Pfund eine Tendenz zur Stärke hat. Und dann suchen wir uns interessante Paarungen, wo diese Stärke vielleicht einfacher oder mit weniger Gegenwehr zu sehen sein wird. Wir sehen zum Beispiel überraschenderweise heute im Pfund Australien, dass er sich hier bewegt hat, aber wobei, na doch, 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 Entschuldigung, das hat man auf dem Tageschart jetzt nicht so gesehen. Hier ist schon ordentlich was gelaufen. 100 Pips hätte man hier jetzt mit diesem Trade machen können. Im Pfund Dollar haben wir die 100 Pips nicht gemacht. Da haben wir heute nur ein paar Pips mitgenommen, liegt aber auch daran, dass ich den abgesichert habe und lieber die mitnehmen wollte in einem Feiertagsmarkt, da heute Labor Day in den USA ist. Also Sie sehen, Pfund Australien ist eine Währung, die schon sehr volatil sich bewegen kann und die Tendenz des Pfunds nach oben eindeutig darstellt. Entsprechend ist das halt auch eine, wo ich auf die Unterstützung und Widerstände sehr achte. Ich denke, dass wir ein Kursziel hier, die 1,78 durchaus haben können und entsprechend nun der Bruch hier dieser Marke, die 76er, sehr wichtig ist, was jetzt hier noch der Widerstand gewesen ist. Also ich glaube, dass die 1,7630er Niveau, dort wird sich die Spreu vom Weizen trennen und entsprechend ist das ein Widerstandsniveau, was ich im Auge behalten würde, in einem doch, sage ich mal, vielleicht nicht eher alltäglich gehandelten Paar. Was mich dann auch nämlich zum nächsten Paar bringt, nämlich der Kiwi gegen den kanadischen Dollar. Denn, also wir sehen, kanadischer Dollar ist ja sehr ölabhängig. Wir sehen auch, dass sie sehr miteinander korrelieren. Also Öl heute steigt wieder. Und wenn wir uns dann mal den Dollar Cut dazu anschauen, sehen wir, dass er auch fällt. Aber alles in allem hat sich der kanadische Dollar doch relativ wacker gehalten, nachdem wir hier natürlich diese große Abwertung Anfang des Jahres gehabt haben. Also sprich, hier sehe ich auch eher tendenziell einen kanadischen Dollar, der ein bisschen Stärke entwickelt und ein Kiwi, der gerade einfach von der Nachrichtenlage her sehr ruhig ist. Und deswegen habe ich mir hier auch diese Levels eingezeichnet. Natürlich muss man, wenn man auf Tagesbasis geht, sieht man, ist das hier dieser kleine, da sehen wir auch, dass das hier mehrfach schon diese Bewegung gemacht hat. Und da würde ich auf jeden Fall auch sehr auf diese Niveaus achten. Wir sehen diese Widerstände hier oben bei 0,9550. Nun also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wenn sowas so oft getestet wird, sind die Chancen relativ hoch, dass dann irgendwann mal wirklich eine Rakete nach oben durchschießt. Und deswegen würde ich da halt auch ein Augenmerk drauf halten. Wir sehen heute bisher die Bewegung relativ überschaubar, aber auch Widerstands- und Unterstützungslevels in einem Paar, was jetzt auch nicht alltäglich ist, was ich mir aufgrund dieser Zusammenhänge, sage ich mal, ich baue mir ich von fundamentalen Daten ausgehend, suche ich mir technische Setups und Situationen in Paaren, die mir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dahin liefern und entsprechend hier dann auch die Widerstände und Unterstützungsniveau vielleicht noch signifikanter sind als bei einem Euro-Dollar oder den, sage ich mal, Mainstream-Paaren. Haben Sie irgendwelche Fragen, irgendwelche Gedanken, irgendwas Ihrerseits dazu? Okay, also zu dem Thema erstmal nichts. Dann kommt nur eine Frage zu was anderem. Ich soll nochmal die Funktion des Trailing Stops erklären. Kein Problem. Also, wir sehen jetzt hier unseren Pfund Dollar. Gehen wir mal auf Stundenbasis, dann sehen wir es vielleicht besser. Und gehen wir mal auf so. Also, ich bin eingestiegen
bei 1,3360 und hatte einen Trading Stop von 10 Pips eingestellt oder 100 Punkten. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo ich ab Einstieg 10 Pips im Plus bin, dann zieht er den Stop-Loss auf das Einstiegsniveau. Und jeden Pip, den ich weiter ins Plus laufe, zieht er den Stop ein, jeweils den einen Pip mit. Also wir sehen hier zum Beispiel, maximal ist das Ding, sagen wir mal, 14 Pips gelaufen. Das bedeutet, ich habe 4 Pips im Plus meinen Einstieg abgesichert, weil ich den Trailing Stop auf 10 Pips gestellt habe. Heißt es, der Unterschied zwischen meinem Stop-Niveau und dem, sage ich mal, größten Ausschlag des Marktes sind 10 Pips. Wenn der Markt 50 Pips über meinen Einstieg gelaufen wäre, dann hätte ich 40 Pips im Profit abgesichert, weil immer diese 10 Pips eingesetzt werden als Abstand. Und der Trading Stop fängt auch erst an zu arbeiten, wenn er diese 10 Pips erreicht hat. War das nachvollziehbar? Oder soll ich es nochmal anders versuchen? Okay, das erste Ja kommt. Ich warte aber noch auf die Antwort des Fragestellers. Hier kommt eine andere Frage. Wie oft wird der Stopp nachgezogen? Der Stopp wird nachgezogen mit jedem Pip mehr, dass ich ins Plus gelaufen bin. Gehen wir mal von einem 10 Pips Trailing Stop aus, ja? Wenn ich 11 Pips im Plus bin, dann zieht der Trailing Stop auf ein Pip. Sehen Sie, weil immer diese 10 Pips Abstand. Wenn ich plötzlich 15 Pips im Plus bin, dann zieht der Trailing Stop auf 5 Pips von meinem Profit. Funktioniert nur, wenn ich online bin im MetaTrader. Meines Erachtens muss die Plattform offen sein. Das ist richtig. Genau. Also die normalen Stops und Take Profits sind serverseitig eingestellt. Bei den Trading Stops würde ich gerne nochmal nachfragen, um das zu bestätigen. Aber meines Erachtens könnten die durchaus auch serverseitig genauso hinterlegt werden wie die normalen Stops und Take Profits. Aber das kläre ich. Das kläre ich Ihnen und dann, vielleicht schreiben Sie mir gerne E-Mail an tradingacademy@bdswiss.com und dann kann ich Ihnen das mit Gewissheit nochmal beantworten, weil ich Ihnen jetzt einfach nichts Falsches sagen mag dahingehend, ne? Aber ja, der Trailing Stop, wie Sie sehen, Fluch und Segen. Also, ich hätte auch hier oben, als der Trade 10 Pips im Plus war, hätte ich per Hand zumachen können. Aber vielleicht bin ich nicht da oder vielleicht will ich ihm auch einfach Luft geben, weiter zu laufen, wenn er weiter gelaufen wäre. So hat er halt mir nur 3, 4 Pips jetzt abgesichert, weil ich eben nur 13 Pips im Plus war. Okay. Moment. Extras, Optionen. Empfindlichkeit. Wo sehen Sie denn Empfindlichkeit? Objekte. Nee, das ist Pixel. Das hat nur mit der grafischen Darstellung zu tun. Das hat nichts, also das hat nichts mit den Punkten, die im Markt passieren, zu tun. Jetzt kommt nämlich die nächste Frage hier. Was ist ein Pip? Und nehmen es mir nicht übel, aber da würde ich gerne auf StartSmart 1 auch verweisen, wo wir diese Crashkurse machen. An dieser Stelle kurz erwähnen, der Pip ist die zweite Stelle von rechts betrachtet. Also bei einer fünfstelligen Währung ist es die vierte und bei einem Dollar-Yen zum Beispiel ist es die zweite. Aber der Trailing Stop, nicht vergessen, der wird in Punkten angegeben. Das heißt, bei einer fünfstelligen Währung ist es die letzte Zahl. Der Punkt oder der Mini-Pip. 10 davon ergeben eine hiervon. Und wie gesagt, also das behandeln wir auch in unseren StartSmart 1 Webinaren, die natürlich von ihrer Einsteigerqualität her andere Dinge berücksichtigen oder behandeln vor allem. Und wir hier in StartSmart 2, wir gehen ja schon einen kleinen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier, während wir das Webinar gehalten haben, auch, naja, zumindest genug für Mittagessen gemacht.
Und dann wollen wir mal schauen, was der Tag noch so bringt. Ich glaube, hatten ja heute Morgen schon in der Frühstücksbörse gesprochen, dass die Nachrichtenlage ein bisschen dünn ist, dass heute auch Feiertag in den USA ist, Labor Day. Und gucken wir mal noch, was die weiteren Zahlen heute mit sich bringen. Nein, das war's schon alles. Also, wir sehen grundsätzlich, ja, UK bleibt dabei. UK hat den Brexit noch nicht in den Zahlen verinnerlicht, aber wir dürfen noch nicht vergessen, der Brexit ist auch nur in seiner Entscheidung hat er stattgefunden, aber nicht in seinen Details. Sprich, Artikel 50 ist noch nicht getriggert worden aus den UK und da ist noch einiges an Weg zu gehen. Von daher muss man da mal schauen. Grundsätzlich bin ich eher einer, der das Pfund versucht zu shorten, wo er kann. Wobei jetzt einfach die letzten Wochen ganz eindeutig gezeigt haben, dass das Pfund Ambitionen hat, sich zu wehren oder sich nicht unter Wert verkaufen zu lassen. Und das sehen wir hier ja ganz deutlich auch beim Pfund-Dollar. Prima. Na dann bedanke ich mich, dass Sie alle hier gewesen sind. Heute Vormittag und das Ganze geht dann weiter um 13 Uhr an gleicher Stelle. Ich werde Ihnen mal ganz kurz noch den Link reinlegen. Da wird Sie mein Kollege, der Tobi, durch den Nachmittag begleiten. Und ich bin wieder heute Abend dann da zur Feierabendbörse. Dann feiern wir den Labor Day mal gemeinsam heute Abend. Ne? Was sagen Sie dazu? Prima, alles klar. Vielen Dank. Einen erfolgreichen Tag an Sie alle und bis bald. Tschüss.